Das verstehe ich nicht. Willst du von der Riesenkuh einfach ein Stück abbeißen? Nein, aber Kühe geben doch Milch, oder? Für gewöhnlich schon. Hey! So, Kater, und nun flugs die Kuh gemolken. Ja. Sowas, wieso denn ausgerechnet ich? Na, sehr einfach, weil jeder weiß, dass sich Kühe lieber von Katern als von Füchsen melken lassen. Ja. Sollte das tatsächlich stimmen? Na, wenn ich's dir doch sage, geh schon, geh. So ein hinterlistiger Kerl, immer schiebt er mir die schwere Arbeit zu. Halt, nicht so, in den Eimer damit, in den Eimer. Da so krieg ich doch niemals ab, in den Eimer, hab ich gesagt, in den Eimer. Schmeckt das gut, gut, was habt ihr in meinem Stall zu suchen? Oh, mit euch, spitz zu mir, Herren, Gesindel, Vagabunden, Lüftigbach! Mal sehen, was sie da drin alles angestellt haben. Na, Gottlob, alles in Ordnung. Ah, das war gut von dir, Helene, dass du gleich Spektakel gemacht hast. Na. Dabei haben wir gar nichts Schlechtes getan. Sollte man wegen Körperverletzung verklagen. Nur ein bisschen gemolken. Du glaubst gar nicht, wie weh mir das alles tut. Wir sind vom Pech verfolgt. Verwünscht, verflucht sind wir ja wohl. Kater, guck mal. Nein, ich will nichts mehr sehen in dieser Welt. Kennst du die beiden da drüben? Das sind doch Pinocchio und China. Du sagst es, und es müsste doch verhext sein, wenn die uns nicht zu unserer Milch verhelfen würden. Die gehen hier ganz schön über den Löffel balbieren. Ich mach nochmal. Komm, Pinocchio, jetzt gehen wir aber weiter. Nur noch einmal, China. Jetzt können wir gehen. Aua, aua. Jetzt
Jetzt komm, Straßenkater, mach ein anderes Gesicht, reiß dich zusammen. Nein, nein, du wirst mir doch hier keinen Kummer machen. Du musst durchhalten, wir müssen weiter, hörst du? Mein Bauch. Kater, um Himmels Willen. Ach, du bist es, Pinocchio. Schau nur, der Straßenkater ist krank. Er hat ganz furchtbare Krämpfe. Ich glaube, er muss Rattengift gefressen haben. Ach, Pinocchio, sehe ich dich auch noch mal. Oh. Vater, Bruder, Herz, du wirst mir doch nicht sterben. Du, die spielen dir bloß wieder was vor. Fall nicht drauf rein. Mhm. Dann kümmere dich mal gut um ihn, Fuchs. Er ist in besten Händen bei dir. Oh, die gehen ja einfach weiter. Halt, aber da muss man doch was... Ein Schluck Milch müsst ihr trinken. Ja, du müsstest Milch haben. Ja, wenn man was Vergiftetes gefressen hat, dann muss man Milch trinken, dann bricht man's wieder aus. Milch muss her. Ja, Milch wäre schon gut, das stimmt. Aber woher das Geld nehmen, um welche zu kaufen? Weißt du was? Ich tausche meinen Schwanz gegen einen Liter Milch ein. Ja, aber wenn du deinen Schwanz verkaufst, dann siehst du ja noch schäbiger aus, als du jetzt schon aussiehst, Fuchs. Das nehme ich in Kauf. Na, glaubst du wirklich, es macht mir was aus, als räudiger und schäbiger Fuchs durch die Lande zu laufen, wenn ich damit das Leben meines besten Freundes retten kann? Nein, welches Glück ich habe, dass ein solcher Freund mein eigen ist. Glaubst du, ein schäbiger Schwanz lässt sich verkaufen? Bitte? So einen dreckigen Schwanz kannst du nicht gegen mich eintauschen. Ach so, naja, besonders sauber ist er nicht. Er sieht schon ein wenig mitgenommen aus. Aber Fuchs, wenn niemand deinen Schwanz will, dann muss ich wohl sterben. Nein, das darfst du mir nicht antun. Aua, die Krämpfe. Die Krämpfe sind schon wieder da. Ist es wirklich so schlimm, du Ärmster? Ja, aua. Und du glaubst, Milch hilft dir? Ja, Milch. Bitte, was auch immer zwischen uns war, du darfst uns jetzt nicht im Stich lassen. Na, ich würde euch schon gern helfen, aber ich habe ja auch kein Geld. Verstehst du nicht? Ohne Milch ist er hoffnungslos verloren. Dann muss der Ärmste sterben. Ja, das stimmt. Und wer stirbt schon gerne? Nicht weit von hier ist ein Bauernhof. Bestimmt gibt es dort auch eine Kuh. Und sicherlich gibt sie dir ein paar Tröpfchen Milch. Was, ich soll zu der Kuh gehen und sie um Milch bitten? Ich meine, wenn du sie höflich darum bittest. Aua, die Krämpfe. Es geht schon wieder los. Aua, die Krämpfe, die tun so weh. Das weh im Bauch. Wer stirbt mir unter den Fingern weg? Und ich kann nichts tun für meine besten Freunde. Ach, wenn es nur mal vorbei wäre, das kann man ja nicht mit ansehen. Ich sterbe. Soll du ich heißt es in Abschied gehen für immer, teurer Freund. Ja, aber teurer Freund. Aber ja, Kühe haben eine ausgesprochene Schwäche für Marionetten. Und außerdem gibt es ja noch den Bauern, den man bitten kann. Ist gut, dann gehe ich mal hin und versuch mein Glück. Bist du ihnen da auf den Leim gegangen? Ach was, du siehst doch, wie der Kater sich vor Schmerzen krümmt. Da muss man noch was tun. Na warte, dann gehe ich wenigstens mit. Wir haben ihn mal wieder aufs Glatteis geführt. Die sind schon zwei schlaue Kerle. aber wenn nun die Ente... Oh, die hat doch was gemerkt, wenn die uns nun die Tour vermasselt. Nicht auszudenken. Aufmachen bitte. Ist denn niemand zu Hause? Guten Tag. Hallo. Gucken wir mal in den Stall. So? Da ist ja gar nichts. Die haben ja überhaupt keine Kuh, haben die mich ganz umsonst hierher gejagt. Ja, schon wieder einer, der die Kuh klauen will, das geht ja heute am laufenden Band. Nur mit der Kuh sprechen, aber wie ich sehe, ist die gar nicht zu Hause. Na du, diese Stimme kenne ich doch. Pinocchio, ich bin es, Rocco. Was, du, Rocco? Pinocchio, Gina. Rocco, mein lieber alter Rocco. Warte, ich komme rauf auf die Leiter und hol dich runter. Rocco, mein Gina, wir haben unseren Rocco wieder. Rocco, sag mal, Rocco, bist du auch wirklich unser Rocco? Ich meine, unser Rocco, nicht nur irgendein anderer Specht mit einem roten Federschopf. Natürlich bin ich's. Hätte ich dich sonst erkannt? Erzähl doch mal, Rocco, wie kommst du denn hierher? Ach das ist eine lange Geschichte. Ach, ich weiß gar nicht, ob ich sie dir erzählen und damit die Freude unseres Wiedersehens trüben soll. Es ist nämlich auch noch eine sehr traurige Geschichte, müsst ihr wissen. Erzähl sie uns trotzdem, wir werden schon nicht weinen. Gut,
ihr habt's gewollt. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, das war damals auf hoher See bei diesem schrecklichen Sturm. Erinnert ihr euch? Ja, damals hat alles angefangen. Nein, eigentlich hat damals alles aufgehört. Ich meine, unser schönes und gemütliches Zusammenleben beim alten Geppetto. Pinocchio! Oh! Pinocchio, du sollst umkehren! Rocco, Rocco! Ja, so war das. Der Sturmwind hat geheult und immer, wenn ich den Schnabel aufriss und Pinocchio schrie, wurde ich vom Wind weggeblasen. Immer und immer wieder habe ich es versucht. Ich habe dich schreien hören, um Hilfe rufen und es hat geblitzt und gekracht. Und dann habe ich gemerkt, dass ich euch doch nicht helfen kann. Der Sturm hat dich abgetrieben, nicht? Ja, so war es. Aber trotzdem habe ich doch ein Mordsglück gehabt. Ich hatte ja nicht gedacht, dass ich den Sturm überlebe. Aber irgendwie habe ich es dann doch geschafft. Ich war ans Ufer gekommen und dort wurde ich dann auch tatsächlich gerettet. Und wisst ihr auch von wem? Von unserer guten Fee. Was? Von der guten Fee, sagst du? Ja, ja, von niemand anderem. Ich habe mich schnell bei ihr erholt. Und dann bin ich losgeflogen, um den alten Geppetto zu suchen. Hilfe, Hilfe, ja! Ja, ja, der Habicht hat mich verfolgt und ich fiel völlig erschöpft einem alten Mann vor die Füße. Der hat dann den Habicht vertrieben und mich gerettet. Das war der alte Giorgio. Und bei dem lebe ich nun hier. Ja, und seitdem sitze ich hier in meinem Käfig. Auch nicht gerade das, was man sich erträumt. Aber wo ist der alte Geppetto geblieben, Rocco? Tja, wenn ich das wüsste, wäre mir wohler. Mir auch. Und wo ist die gute Fee, weißt du das? Doch, das weiß ich. Die wohnt in einem Dorf, in einem weißen Haus, weit weg im Süden. Hast du das gehört, Gina? Ja, du meinst, wir könnten zu ihr hingehen, nicht wahr? Mhm. Aha, da ist der nächste Hallo. Oh, Gina. Oh, oh, ja. Nein, los, lass sie so mehr weh. Ich habe noch nichts getan. Du gehörst doch bestimmt zu den beiden anderen, die ich vorhin schon erwischt habe. Der räudige Fuchs und der Straßenkater waren nämlich vorhin hier und wollten mich stehlen. Na, haben sie dich nun angeschnitten? Und mir spielen sie vor, dass der Kater sterben muss, wenn er keine Milch kriegt. Aber glauben sie gar nicht, dass ich mit den beiden Spitzbuben was zu tun habe. Die geben mich nichts an. Ach nein, und wenn ich nicht reingekommen wäre, wärst du doch mit meinem Specht auf und davon. Nein, Herr Bauer, da sind sie im Irrtum. Der Specht ist ein alter Bekannter von uns. Was? Jawohl, stimmt's nicht, Rocco? Wieso Rocco? Ja, ja, er hat völlig recht. Haben Sie denn nicht gewusst, dass er Rocco heißt? Sie haben ihn hier nach vielen Monaten zufällig wiedergesehen. Wir sind damals auf hoher See bei einem Sturm. Mhm. Oh, danke. Sagen Sie, wollen Sie ihn nicht rauslassen aus dem Käfig? Für einen Specht ist es ja ein Hundeleben. Beim alten Geppetto durfte er auch immer rumfliegen. Hm, das mag schon sein, Kleiner. Aber da drin ist nun mal der sicherste Platz für meine Helene. Helene? Ja, das ist doch ein hübscher Name. Ich habe ihn jedenfalls so genannt. Wulle, 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 nuck, nuck. Ihm gefällt es auch noch. Wenn man bedenkt, dass sie eigentlich ein wilder Vogel ist, bin ich sehr zufrieden mit ihr. Sie ist schon ganz schön zahm. Das gefällt dir, im Käfig sitzen und dich von dem Alten kraulen lassen? Ich muss mich auch sehr wundern. Ich an deiner Stelle hätte ihn kräftig in den Finger gehackt. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Aber dann habe ich ein bisschen nachgedacht und mir gesagt, ich habe Futter und ein Dach über dem Kopf und vor dem Habicht muss ich mich auch nicht mehr fürchten. Also? Aber wenn du in dem Käfig bleibst, siehst du deine alten Freunde Geppetto und Giulietta niemals wieder, das weißt du doch. So, Schluss der Unterhaltung, ich muss jetzt auf die Wiese Gras mähen. Bitte, Herr Bauer, tun Sie mir den Gefallen und lassen Sie unseren Rocco wieder frei. Hm? Wenn Sie es machen, tue ich auch alles, was Sie wollen, ganz egal was. Nimm dich in Acht, ich könnte dich beim Wort nehmen und dich 100-mal das Pindoro drehen lassen. Das Pindoro? Was ist denn das? Naja, und wenn ich das Pindo, ich meine, das Dings da 100-mal gedreht habe, dann lassen Sie unseren Rocco frei? Ich hab's versprochen. Vielen Dank, Herr Bauer. Also gut, dann will ich das Pindoro drehen. Übrigens, was ist denn das nun eigentlich, ein Pindoro? Das ist vielleicht eine blöde Erfindung. Wirklich. Gina, guck mal, ob schon Wasser kommt. Ja, ja, mach noch weiter. Na, fabelhaft, Pinocchio. Du hast es geschafft, das Wasser läuft schon. Ja, ja, aber ich bin gerade einmal rum, muss ich noch 99 Mal. Oh. Ach, geschieht mir ganz recht, warum musste ich den Mund wieder so voll nehmen? Ach ja,
Gebratene Tauben fliegen da nicht runter. Ach, wenn doch Pinocchio erst da wäre mit der Milch. Du, hör mal, weißt du, was ich befürchte, Fuchs? Dass er die Milch von der Kuh bekommen hat und damit weggelaufen ist. Das könnte sein. Hey, hey, warte, ich komm mit. Das könnte dir so passen, die Milch alleine zu schlappern. 15, 16, 17. Oh, ich kann nicht mehr. Was denn? Du willst schon Pause machen? Du hast aber erst 17 Mal gedreht. Ich weiß, aber es geht nicht. Oh, das sind doch tatsächlich... Der räudige Fuchs und der Straßenkater, na, wartet. Hallo? Was? Wer ruft da? Das ist Pinocchio. Ach ja, da drüben ist er ja beim Schöpfrad. Hey, kommt her, Fuchs und Kater, ich muss euch was sagen. Ja, Pinocchio, wir kommen gleich. Hast du vergessen, dass du alt tot bist? Du liebe Zeit, das hatte ich ganz vergessen. Was mache ich bloß? Ich weiß, was du trägst, nicht? Eine glänzende Idee. Pinocchio, wo bleibst du denn? Hast du nicht begriffen, wie ernst die Angelegenheit war? Sieh doch nur, wie mies es dem armen Kater geht. Ja, Milch, Milch. Wenn ihr wüsstet, dass ich alles weiß, ihr allem... Sagtest du eben was? Nein, nichts. Folgendes, ich habe mit der Kuh gesprochen. Sie will uns einen Eimer Milch geben, wenn wir 100-mal dieses Schöpfrad rumdrehen. Ich habe schon kräftig angefangen damit. Ah ja? Sehr schön. Ich verstehe. Ja, das Schöpfrad drehen. Wir haben dir ja allerhand Mühe gemacht, mein lieber Freund. Hey, Straßenkater, hast du gehört, was unser Pinocchio da eben gesagt hat? Hm? Aber ja, habe ich und ich bin gerührt. Ja, ich sage euch, ich bin zu Tränen gerührt, wenn ich bedenke, zu welchen Opfern ein guter Freund fähig ist. Ich danke dir, Pinocchio, von ganzem Herzen. Der Eimer Milch wird mich bald wieder auf die Beine bringen. Das dürfte dir Lohn genug sein. Mhm. Wir sagten, dass ihr alles bekommt. Wir nehmen uns auch die Hälfte. Was? Die Hälfte? Warum denn das? Ja gut, ihr müsst ja nicht einverstanden sein. Dann gehe ich eben zur Kuh. Ich sage Kuh, unsere Abmachung gilt nicht mehr. Die beiden anderen machen nicht mit. Aber wer sagt denn das? Jetzt geh endlich mal runter da. Ich will nicht. Ja. Aua! Ich hab's mir überlegt, Pinocchio nur nichts überstürzen. Auch ein halber Eimer von der Milch wird uns sehr glücklich machen, ja. So ist es. Genau einen halben Eimer voll Milch brauche ich, um wieder gesund zu werden. Also lass mit der Kuh alles, wie es ist und dreh weiter. Und genau da liegt, wie man so sagt, der Hund begraben. Tatsächlich ein Hund? Ja, die Kuh will uns nämlich nur unter einer zweiten Bedingung den Eimer Milch geben. Ach ja? Ja, sie ist schon ein bisschen alt und sie gibt nur noch Milch, wenn sie besondere Kräuter kriegt. Was so eine alte Kuh nicht alles verlangt. Ich will dir natürlich keine Vorhaltungen machen, aber ich könnte mir denken, du hast die Verhandlungen mit der Kuh nicht besonders klug angefangen. Wenn ich mit ihr gesprochen hätte, hätte sie wahrscheinlich... Du kannst gerne noch mal mit ihr sprechen. Nie wieder betrete ich diesen Stall. Lieber drehe ich schon. Das fehlte, dass der Alte mich noch... Oh, aua! Ist was? Ach, los, aufgestanden, Faulpelz und das Rad gedreht. Ich bin schwer krank, Fuchs. Ach, der Teufel muss mich geritten haben, mich mit dir zusammenzutun. Dann dreht mal schön. Wir holen inzwischen die Kräuter für die Kuh. Diesmal haben wir sie aber dran geklebt. Jetzt mach aber, dass du mit an das Rad kommst. Ich hab gemeint, ich bin immer noch krank. Eigentlich ist ja mit einer solchen Schinderei ein halber Eimer nicht viel zu teuer bezahlt. Da kannst du Gift drauf nehmen, dass wir den ganzen Eimer kriegen. Verlass dich drauf. Ja, hast denn du im Ernst gemeint, so ein cleverer Fuchs wie ich lässt sich von so einer blöden Holzpuppe austricksen? Ja, lach nur. Dir vergeht das Lachen schon noch. Aber sehr gründlich, das schwöre ich dir. Ja, wie es in dem schönen Sprichwort heißt, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Genau ja? So. Was meinst du, Gina? Sollen wir mal nach unseren Drehwürmern sehen? Ja, gehen wir mal gucken. Ich kann nicht mehr.
Weiter, keine Müdigkeit vortäuschen. Nein, diesmal schnappe ich nun wirklich gleich. Los, noch einmal rum, dann haben wir es geschafft. Vorwärts. Na, läuft das Wasser und alles gut? Ja, du kommst wie gerufen. Au! Wie oft müsst ihr noch drehen? Nur noch ein einziges Mal. Was? Nur noch einmal? Das ist ja toll. Los, dann mach mal, Dalli, Dalli, hopp. Da hörst du's, Fuchs, bitte beeil dich. Beeil dich, der macht sich's leicht. Doch, der Alte kommt, der Alte. Was, wirklich? Oh, und dann nichts wie weg. Ach, Herr Bauer, stellen Sie sich vor, ich habe es geschafft. Tatsächlich? Ja, wirklich? Lass mich los, du sollst meinen Schwanz loslassen. Du hast gesagt, wir sind die, die zuletzt lassen. Du hast gesagt. Geschieht euch ganz recht, das passiert allen, die nicht aufs Kreuz legen wollen. Und ich hab dich auch ganz schön reingelegt. Ich hätte den Specht sowieso freigelassen, aber du hast mir dafür mein Reisfeld bewässert. Ja. Auf Wiedersehen, vielleicht kommen mal wieder welche vorbei, die für sie drehen. Ja, ich sag dann auch auf Wiedersehen und vielen Dank für alles. Na, 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 na. Eine gute Reise wünsche ich euch. Ja, danke schön. Na, kommst du, Rocco? Vielleicht regnet's ja bald, dann müssen sie nicht so viel drehen. Na, das ist denn los? Durch das lange Warten im Käfig sind meine Flügel ganz lahm geworden, aber ich muss doch zum alten Geppetto. Links und rechts den Rumpf gebeugt, das stärkt die Flügel, dann tragen sie mich wieder über Tal und Hügel. Pass auf, indem die gute Fee wohnt, ist in der Richtung, ja? Mhm. Oh, verstehe. Also gut, Rocco, kommst du mit? Wir besuchen die gute Fee. Halt, Pinocchio, wo läufst du hin? Hast du nicht gesagt, du willst den alten Geppetto suchen? Das mache ich schon, aber erst gehe ich zur Fee. Wie war das? Ich glaube, ich träume. Dabei redet er immer davon, was er für eine Sehnsucht nach dem Alten hat. Da werde ich mich eben auf die Suche nach dem armen Mann machen. Immer bleibt alles an mir hängen. Na, so richtig geht das aber noch nicht. Pinocchio, der Rocco hat recht, du solltest erst zum alten Geppetto gehen. Jetzt wollt ihr sicher wissen, was Pinocchio und ich das nächste Mal erleben. Auf der Suche nach Geppetto müssen wir über ein hohes Gebirge klettern und kommen auf einer großen Lichtung zu einem geheimnisvollen Turm. Dorthin hat uns eine kleine Ziege geführt, die mich irgendwie an die gute Fee erinnerte. Die kleine Ziege ist in dem Turm verschwunden und wir haben draußen vor der Tür gestanden und immer nach der guten Fee gerufen. Aber statt der Fee ist nur eine große, furchtbar langsame Schnecke gekommen. Stunden hat es gedauert, bis sie die Treppen runtergekrochen war. Und dem Pinocchio hat es natürlich mal wieder zu lange gedauert. Aber da, schwupp, war der ganze Turm verschwunden. Und nur noch die kleine Ziege ist im Dunkeln davon gehüpft. Und wenn ihr euch die Geschichte nächstes Mal anseht, werdet ihr das alles verstehen.